Einen Tag nach der Amokfahrt hier in Münster laufen jetzt natürlich die Polizeiermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei, die hat eine Sache ausgeschlossen. Es gibt keine weiteren Täter. Von einem Einzeltäter ist die Rede. Aber die Frage, mit der sich die Ermittler jetzt beschäftigen werden, ist, wie konnte eigentlich eine Zufahrt hier auf dem normalerweise belebten Platz, wo diese Amokfahrt gestern stattgefunden hat, überhaupt gelingen? Und ein Grund könnte sein, Sie sehen diese Poller hier. Normalerweise schützen diese Poller diesen Fußgängerbereich im weiteren Straßenverlauf, das sagte mir auch ein Anwohner, fehlen diese. Der Grund dafür, so dieser Anwohner, ist eine Baustelle, die sich dort hinten in der Bergstraße befindet. Ein Sprecher der Stadt konnte uns auf Nachfrage nicht sagen, wann diese Poller entfernt worden sind. Gestern zumindest waren sie nicht dort und haben ermöglicht, dass der Transporter hier auf diesen belebten Platz fahren konnte. Heute im weiteren Tagesverlauf waren aber auch politische Vertreter hier vor Ort und haben sich mit den Münsteranern getroffen, die Solidarität üben und im Laufe des Tages viele Blumen hier abgelegt haben. Zumindest in dieser schweren Stunde, das kann man hier aus Münster sagen, halten die Bewohner der Stadt zusammen. Und mit diesen Eindrücken zur Stunde zurück ins Studio nach Bonn.